Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu The Culling mit unserem wunderbaren, herzensguten, geliebten Darkwing. Sind wir mal wieder unterwegs und schauen uns die Gegend an. Das ist ja phänomenal hier, steinig, wüstig, skelettig oder knochig, je nachdem wie man das sehen möchte. Ich hätte gerne noch einen zweiten Stein, damit ich mir ein Messer craften kann, weil wir natürlich immer noch mit den Perks spielen. Schneller laufen mit Messer. Aber wir spielen hier die Forest-Variante. Silence! I kill you! Schneller laufen. Und Silence. Manchmal aber auch noch schneller laufen. So, wir nehmen das alles mal mit. Gern gesehene Gäste. Oh mein Gott. Jetzt haben wir mal den richtigen Power-Boost, ja. So, hier machen wir erstmal alles auf und gucken uns um. Das können wir noch mal kaufen, das können wir mitnehmen. Your enemy just killed someone else with a knife. So, das und das wird verkauft. Das wird eingesammelt, hatte ich gesagt. Was soll denn der Scheiß? Dann verkaufen wir hier mal ganz kurz und dann ziehen wir uns die Spritze rein und fliegen dahin. Und schauen wir nach, ob wir nicht irgendwo jemanden töten können. Eigentlich guck mal in die Richtung, weil von da kann echt nichts kommen. Also nicht schnell jetzt. Und nicht, dass man das nicht sofort bemerken würde. So, wir sind nahe der Lichtgeschwindigkeit, wie man merkt. Also es ist auch kaum zu verarbeiten für meinen Rechner. Also diese Highspeed-Aufnahmen braucht man definitiv auch die Kamera dafür, ja. Das lädt schon, bisher kommt nicht hinterher, das ist unglaublich. Saugeil. So. Machen wir den Platz dann noch kurz leer. Ja, bis Minute 20 oder dergleichen versuche ich natürlich immer mal die... Da drüben ist er. Die Alarmgun zu behalten. Ideal wäre natürlich, wenn er was verkaufen würde, aber ich glaube ja. Your opponent just killed another contestant with a spear. Hau rein. Der Junge ist auch Silence unterwegs. Natürlich ist Verkrüppeln da ein bisschen schöner, aber... Hey. Wer bin ich, dass ich da... Leute an den Pranger stelle? Hier ist ja gar nichts mehr. Könnte auch der Typ gewesen sein. Von da oben. Nein, also er hat gerade seine Spritzen reingehauen. Wieso sollte ich, mit jemandem kämpfen, der... Vorteile hat? Nö. Da ramme ich ihm lieber das Messer in den Rücken, sobald er kurz nicht aufpasst. Leider haben wir natürlich jetzt nicht sehr schöne Sachen zum Looten gefunden. Das ist ein bisschen ärgerlich. Weil wir haben schon so einen billigen Airdrop mit 125. Mit einer starken Waffe. Aber da kommen wir auch gleich noch hin. Ist da drüben eine Truhe drauf? Nee. Oder? Nein. Nicht zu schnell. So. It's time for Loot Express. In 2 minutes, a random package will be delivered to Kaltech Labs. A lookout for performance-enhancing drugs. Es könnte sein, dass der hier noch drin ist. Nee. Irgendwo in der Richtung. Gut, und dann begeben wir uns natürlich in die Richtung der Labs. Am Heilautomaten. So. Und tschüss. Hand hygiene is the most effective way to prevent the spread of infectious diseases, including respiratory illnesses. Was noch einer? An opponent is getting stabby with a knife, and he just killed someone. Haut rein, Kinders. Wie gesagt, einer kam gerade noch von oben, vom Dach. Der will gleich noch mitspielen. Hier sind so viele Kills. Mal gucken, ob wir da welche von kriegen. Ah!
Ach Mensch, Wunderkind. Ja, du bist ja sowieso der Elite-Fighter schlechthin, das weiß ich ja. Oh, der war gut. Your enemy was just beaten to death. You people are savages. Wow, you went straight for the throat that time. Excellent knife kill. A package has been delivered to Caltech Labs. Thanks for playing Loot Express. Do you ever find danger under my That was good. You just shot another contestant with a gun. Komm, dafür darf man die doch wohl mal verspotten, oder? Die wissen nicht mal, dass das so geht. So, wie machen wir uns hier gleich vom Acker? Ich geh zum Automaten und heil mich. Drei Kills abgeräumt. Alle, die hier so rumtoben. Jetzt kann ich mich nicht beschweren. So, ich würde sagen, wir gehen da hinten ins Wasser und gucken mal ganz schnell, ob wir ein Airdrop-Feld finden. Bei 310 Funk kann man sich das mal gönnen. Aber hier im Gelände gönn dir ist echt kein Airdrop-Feld, ne? Nee. Winkel, Wind. Das war gar nicht so unknapp, ja. Wie wir Fachmänner sagen. Ich mag den Airdrop hier nicht. Der ist kacke. Aber ich will halt stalken. So. Das war ein Blatt. Können wir Blätter gucken? Blatt. Wo ist das nächste Blatt? Blatt, 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 Blatt. So, das Ganze lohnt sich nicht, ihn da schon abzuschießen. Der fliegt hier hinter diesem komischen, hinter der Tanne rum. Warte ich hier. So gern ich natürlich jetzt handeln würde. Ja, jetzt mal gesehen von der ganzen Tatsache hier, das war sowieso schon ganz gut dabei sind, möchte ich ganz gerne jetzt noch zu den Labs rennen, um zu gucken, ob jemand sich den Airdrop geholt hat. Variante ist natürlich ur-Stamina-lastig, die wir hier machen. Mit dem schneller Rennen. Aber ihr habt gesehen, keiner kann wegrennen. Okay. Könnte sein, dass der hier gerade oben war. Three Great Monty. In 2 minutes, 3 packages will spawn in the center arena. Only one of them has a reward. The other two are full of bees. Exploding bees. That's 3 Crate Monty. Good luck!
Na, schauen wir mal nach. Aber ich werde hier mal durchkriechen. Ach, hier ist ja einer so unterwegs gewesen wie ich. Mal alles vermieden, ne? Um den Airdrop zu safen. Okay, dann war der da drüben auf dem Dach. Na, gucken. Wir gucken mal ganz kurz in die Kiste. Vielleicht liegt noch irgendwas Unbedeutendes drin. Ah, nee, konnte er alles gebrauchen. Beziehungsweise hat alles davon verkauft. So, wir müssen... Ach Mensch, ich wollte doch da noch reingucken, was da drin lag. Also der Holospawner. Den wollte ich mir noch angucken. Okay, der ist in der Mitte. Das ist ein Messer oder so. Und oder so. Na, schauen wir mal. Wo bist du? Hab ich da richtig gesehen, dass er da rechts stand? Okay. It's time to play Three Crate Monty. We just added three crates to the center arena. Only one crate has an item in it. The other two will detonate in your face. Choose carefully and bring a med pack. That's Three Crate Monty. Good luck! So langsam. Irgendwann schlage ich dem draußen mal einfach ein paar in die Fresse. Perfekt. Na, ich interessiere mich für den mit dem Compound. So, meine Lieben, so schnell kann es gehen. Da waren sie alle hinüber. That it is. Aber mal gucken, ob wir das Endspiel auch gewinnen. Also der letzte ist, glaube ich, wieder so ein ganz, ganz vorsichtiger. Kann sein, dass er sehr, sehr gut ausgestattet ist. Ich würde mich jetzt hier ganz gerne heilen. Einmal die Body Armor craften. Und dann... Ach Mist, der hat ja ein Medikit, ne? Oh,
shit. Da hätte ich noch nachgucken sollen. Ah, der letzte ist ein ganz vorsichtiger. Die Truhen würde ich, weiß ich nicht, mache ich die Truhen auf? Kommt jetzt drauf an, wie weit er weg ist. Suchen wir jetzt hier ganz kurz noch die Sachen raus. Die Spritzen. Was bist du? Dynamit? Massenwerk. Steht er da rechts? Ich sehe ihn. Oder ist hier noch ein OJ in der Ecke? Iron Skin. Mhm. Okay. Ich mache ja nicht mehr Schaden mit Messern oder dergleichen. Ich laufe damit nur schneller. Von daher. What? What? Hab ihn noch nicht gesehen. Gehört. Kills, 386 Schaden, genau so muss man spielen, meine lieben Freunde. Lasst die anderen kämpfen und mischt euch ein, um die Kills zu kriegen. So richtig schön scheiße. Was? Nein. Wir sind... sowas würden wir niemals tun. Wir sind doch anständige Mitspieler. So, meine lieben Freunde, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Es war wieder eine wundervolle Runde, ein sehr, sehr schönes Ende. Ich war ein bisschen, gerade eben war ich ein bisschen salzig, dass er die Heilung durchgekriegt hat. Aber er ist halt runtergesprungen, er hat sie im Sprung benutzt, das war ziemlich gut. Wo er hingesprungen ist, war eigentlich ziemlich schlecht. Hätte ich das gesehen, wie er gesprungen ist, hätte er natürlich einen Pfeil abgekriegt und die Heilung wäre unterbrochen gewesen. Aber es hat funktioniert. Sei es ihm gegönnt, hat ihm nur nichts genutzt. Gut, meine lieben Freunde, was soll ich da sagen? Hat ihm das ganze Farmen nichts gebracht? Er sollte vielleicht ein bisschen mehr auf Konfrontation spielen, als nur auf seinen Airdrop. Weil 0 Kills im Late Game ist einfach nur... Heißt man kann nichts. Meines Erachtens. Also, gut, sei es jetzt mal so, dass er vielleicht Pech gehabt hat und er hat keinen gefunden. Ja, aber er kam aus einer Ecke, wo ich mir sage, er hat nur seinen Airdrop gefarmt und das hat ziemlich lang gedauert. Weil der Cyclops dauert eigentlich gar nicht so lange. Ist auch ein 200er, glaube ich, 225er. Wir können mal kurz nachgucken. Der Cyclops, da. Gut, seien wir realistisch. Ja, also ohne Kills dauert der natürlich extrem lange. 225 CS-Farmen ohne... jegliche Kills braucht definitiv über 10 Minuten. Also man muss auf Minute 14 kommen, sonst hat man da keine Chance. Gut, jetzt aber genug geschnackt.
Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen über jeglichen Daumen nach oben, meine lieben Freunde. Ansonsten gerne, gerne kommentieren und kritisieren. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Euer Midnight. Ciao.